Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warships in meinem Kanal Magis Hockebude. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich bin hier heute mit dem Schlachtschiff Kaiser unterwegs, Tier 4 der Deutschen. Und im Low-Tier-Bereich macht es gerade recht viel Spaß, da die Low-Tier-Bereiche mit englischen Kreuzern überflutet ist. Und was mögen englische Kreuzer nicht, wenn man mit denen auf ja. Wenn man mit AP auf englische Kreuzer schießt, das mögen die halt nicht. So, hat nicht so ganz funktioniert mit meinem Deutsch. Und da haben wir schon das erste Opfer, die Danae. Fuhr sich fest und Breitsalve. Blub. Das waren direkt mal zwei Zitadellentreffer, Feierabend, First Blood und vernichtender Schlag. Sowas mache ich gerne am Anfang. Macht schon immer sehr, sehr viel Spaß. Ja, da hinten war jetzt noch eine Furutaka, die ja, sehr, sehr langsam war. Da habe ich jetzt aber leider sehr, sehr dusselig gezählt, muss ich schon zugeben. Hätte ich davor gezählt, hätte ich die Furutaka auch volles Pfund erwischt. Aber man kann nicht alles haben. Ja, Furutaka war sehr, sehr langsam. Oh, da waren noch ein paar Flieger da, die da gerade übers Bild gehuscht sind. Hab mir dann gedacht, weil ich jetzt nicht wusste, ob sie gleich wieder Gas gibt oder nicht, schießen wir halt einen kleinen Fächer ab. Und dann war da auch mal wieder ein Treffer mit dabei. Für gute 5000. Ja, ich war. Ich hatte keine Probleme hier in dem Spiel. Auf mich hat keiner geschossen, also konnte ich da einfach so rumtingeln, rumgurken. Die Schüsse gingen natürlich jetzt auch wieder daneben. Mir hat man irgendwie so keine Beachtung geschenkt. Ich hatte jetzt aber auch noch hier rechts noch eine Insel noch gehabt, die mir Schutz gegeben hat. So, jetzt habe ich mal einen Treffer kassiert. So, die Furutaka hat jetzt auch noch mal ein bisschen kassiert gehabt. Jetzt kriege ich einmal gleich so einen kleinen Stupsel. Bup. So, und die Furutake, die macht jetzt gleich auch den Arsch hoch. So, das war's. Die wurde mal einfach mal von der New York mal weggeputzt. So, jetzt hatte ich mal gedacht gehabt, man könnte es versuchen, mal auf den Zerstörer zu schießen. Immer recht schwierig und dann fahren sie dann halt auch noch gegen die Insel. Dann ist dann halt auch mal so eine Salve mal für den Popo. Und es ist halt nicht gerade einfach, mit einem Schlachtschiff auf so 12 Kilometer so ein kleines Schiff zu erwischen. Und mit AP macht ihr dann ja auch nicht so viel Schaden. Nur ich hatte jetzt keine Lust gehabt, umzuladen. So, da hatte ich jetzt nochmal drauf geschossen gehabt. Aber ich werde den Zerstörer nicht treffen. So, jetzt mal wieder volle Kraft voraus. Und auf ins Epizentrum. Punkte sammeln, weil das Team soll ja gewinnen und ich natürlich auch, weil dann gibt es dann halt ja auch immer schöne Punkte. Ui, da hatte ich gerade einen gleichen Anflug auf zum Gehen gehabt. Ich finde Zeitumstellung immer scheiße, auch wenn es jetzt nur für eine Stunde ist. Ich könnte jetzt wohl für eine Stunde länger schlafen. Aber ob das jetzt irgendwie noch was bringt mit dieser ganzen Zeitumstellerei, da wegen Strom sparen und so, wer weiß das schon. So, wir eröffnen jetzt halt das Gefecht gegen die New York, die sich halt da hinten da auf das Schlachtschiff konzentriert. Das müsste halt unsere New York wahrscheinlich sein. Somit ist diese feindliche New York
Abgelenkt. So, und die Kaiser streut auch gerne mal nach allen Richtungen. Und sie fährt jetzt alleine ins Epizentrum. Jetzt haben wir es gerade schon eingenommen. Und wir bearbeiten jetzt einfach mal die New York. So, immer mal noch ein bisschen rumgucken. Die ganz verkehrt. So, geht wieder links und rechts daneben. So, wie gesagt, vorne am Bug ist sie recht weich. Da macht das immer recht viel Spaß, da reinzuhalten. Da müssen halt aber auch immer noch die Schüsse dann irgendwie dann da reingehen. So, unser Schlachtschiff da hinten wurde versenkt. Die New York zeigt mir jetzt mal ihre Schokoladenseite. Die gute alte Breitseite. Auch recht nah dran. Da wo man eigentlich denken könnte, man könnte da jetzt nicht mehr vorbeischießen. So, da habe ich ihn erstmal noch das Geschütz einmal ein bisschen gezogen. So, und die kriegt es jetzt halt von allen Seiten. Bam. Ich werde den Pott jetzt leider nicht versenken. Da ist dann wieder ein englischer Kreuzer, der jetzt gerade unseren englischen Kreuzer umgelegt hat. Jetzt wollte ich dem eigentlich dann nur eine verbraten. Ja, schadenstechnisch ist bei uns hier noch nicht viel passiert. Ja, also das sind dann immer nur so Minimalschäden. So, nochmal Breitseite und bam, wieder in der Zitadelle. Jetzt wollte ich den eigentlich jetzt versenken, aber irgendwie wollten die Kugeln nicht so da reinfliegen, wie sie reinfliegen sollten. So, die Nicholas hat unsere Minikase versenkt. Aber ich bin jetzt hier schon in Reichweite. Ich wusste jetzt nicht, ob die Secondary trifft, was die Secondary aber doch tut. Haben wir wenigstens auch einen Nahkampfexperten. So, Torps kam keine. Wir nehmen jetzt hier erstmal das Epizentrum ein. Gibt halt wieder die Cap Points, die man hat benötigt. Und da hinten war jetzt noch die Langley, die da so rumsteht. Joa. Recht gechilltes Game. Sieht alles auch nach einem Sieg aus. So, die beiden, die haben sich da jetzt hinter der Insel da verkrochen. Die Miyuki, die wird jetzt weggetorbt. So, der hat sich erledigt. So, die Nanny, die wollte immer noch hinter der Insel bleiben. So, und ich habe mir jetzt gedacht, dann schießen wir mal da hinten auf den Flugzeugträger, wenn er schon mal so nah ist. Oh, ein bisschen Schaden gemacht. So, aber ich wollte jetzt unbedingt den Kreuzer hier noch haben. Eigentlich hätte es das ja schon sein müssen. Aber die Kugeln sind ja links, rechts kurz davor eingeschlagen. So, dann haben die Kugeln mal wieder gestreut. So, jetzt kommt da noch die Kirov. So, da kann man jetzt noch mal ein paar Torps-Kiros, die muss jetzt doch mal einnehmen. Aber ich kriege noch den Kreuzer. So viel sage ich jetzt schon mal. Hat ja jetzt auch nicht mehr so viel. Hat da auch keine Chance mehr. Das Match ist jetzt auch für uns schon entschieden. So, Salve, Zitadelle,
und Schicht. Jetzt nehmen wir hier das Epizentrum ein. Drehen den Pott mal komplett nach links, um auf den Flugzeugträger zu schießen. Werde diesen Flugzeugträger aber nicht mehr treffen, weil ich ein bisschen dusselig gezielt habe. Dementsprechend kriege ich da diesen Kill nicht mehr. Ich weiß nicht, warum ich da hingezählt habe. Ja. Match war gewonnen. Und jetzt sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.